Hallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 3 hier auf dem Pixel-Helden-Kanal mit mir, dem Ray. Und ja, hier steht immer noch der Porsche 911 Turbo S in unserem Miami Blue. Und ja, ich habe ja gesagt, jo, das Auto hätte Potenzial, einen richtig krassen Aufbau zu bekommen. Und ich habe ja mal so ein leichtes Tuning schon gemacht in der letzten Folge. Und ja, ihr seht jetzt vielleicht schon am Titel TWIF. Ja, TWIF steht für Du wählst, ich fahre und ist unser Autowunschformat. Denn ganz viele von euch haben gesagt, den Turbo S Ray, den möchten wir gerne nochmal sehen. Und eben mit diesem Maximalaufbau, eben mit mega viel Power. 76 Leute stand zu der Aufnahme, haben sich den Turbo S gewünscht. Und von diesen 76 Leuten haben sich 64 Leute, also man muss schon sagen, fast alle, gefühlt den Maximalaufbau gewünscht. Und ja, ja, da habe ich selber Bock drauf und wer bin ich denn, das dir oder euch zu verheimlichen, diesen Aufbau zu machen. Deswegen bauen wir auf Basis unseres S1-900-Aufbaus jetzt einmal diesen Maximalaufbau auf. Das Tuning aus der letzten Folge ist ja freigegeben, das heißt, wer das auschecken möchte, kann dies gerne tun. So, wir können jetzt tatsächlich einen Heckantrieb machen, also den Allrad weg und so weiter, weil das haben auch ein paar geschrieben, so Richtung GT2-Aufbau, GT2-RS-Style. Sowas können wir in der Richtung gerne machen, allerdings würde ich gerne den Allrad behalten, weil wenn man ihn schon hat, warum dann nicht? Das heißt folgendermaßen, viele von euch wollen tatsächlich diesen Spoiler haben und ich finde auch, und ich will es hier auch nochmal betonen, ich finde dieser Spoiler passt auch richtig gut zum Fahrzeug, weil das ist einer der wenigen Forza-Spoiler, die tatsächlich zu dem Fahrzeug passen, denn dieser Forza-Spoiler tatsächlich hat auch den Style eines Porsche-Spoilers. Wenn ihr das mal so ein bisschen vergleicht, den Spoiler mit einem Porsche-Spoiler, also vom GT3 zum Beispiel, ist ja relativ ähnlich. Das Einzige, was sich so ein bisschen größer unterscheidet, sind quasi diese Seitenführungsflügel, also das, was ihr am Flügel auch in dem Blau jetzt gerade seht, die sind ein bisschen zu groß, ja, die müssten ein bisschen kleiner sein, aber ansonsten von der Form und so weiter passt es schon prima, deswegen kann man optisch das auch prima machen bei diesem Fahrzeug und deswegen machen wir den jetzt auch drauf. Bringt nochmal ein bisschen Downforce, warum auch nicht, wir wollen hier quasi eine eigene GT2 RS Extreme, keine Ahnung was, Variante haben, wie auch immer. So, Reifen, da können wir jetzt ein bisschen krasser gehen und ich würde mal sagen, wir nehmen die mal mit dem roten, weil ich habe da schon im Vorfeld mal ein Design ausgeguckt, was ich relativ geil finde und dann sieht es mit diesen roten Streifen schon ganz geil aus. Wir könnten es immer noch wegmachen, ja. So, Breite haben wir, glaube ich, schon die breitesten drauf, oder? Ah, ne, hinten noch nicht, genau. 305 können wir jetzt hier auf 335 gehen im hinteren Bereich und die Felgen, ja, haben viele von euch auch gesagt, hey, mach die groß, mach die 21er Zoll drauf, auf die richtig fetten Dinge. Das darf schon richtig groß und böse aussehen. Dann würde ich sagen, dann machen wir das jetzt einfach mal. Und vor allem, wir sollen auch die Serienfelgen lassen, weil die geil aussehen. Und dann muss ich auch recht gegen Porsche-Felgen mit dem Zentralverschluss sind halt einfach mega. Ja, alle anderen Felgen, finde ich, braucht es nicht. So, da gucken wir jetzt mal, was man da noch drauf machen. Kupplung können wir machen, Getriebe hatten wir schon drin. Antriebswelle können wir jetzt noch reinklackern. Immerhin 12,2 Kilo weg. Und Federn dürfte alles schon drin sein. Also da haben wir, glaube ich, alles schon reingemacht. Demher sollte das ja alles passen. Jetzt können wir eigentlich noch so typisch diesen Käfig machen. Das Problem ist, der geht bis nach vorne. Wenn er jetzt nur hinten wäre, würde ich es mega feiern. Aber da der halt bis über die A-Säule geht, finde ich es dann eigentlich als nicht so geil. Und deswegen lasse ich ihn lieber weg. Ja, und das ist eigentlich der einzige Grund. Ja, Gewichtsreduktion machen wir auf jeden Fall auch. Wobei ich muss jetzt sagen, diesen riesigen Felgen, so geil finde ich es nicht mal. Warte mal, lass mich das nochmal kurz gucken. Also, vielleicht muss ich den Wunsch von ein paar dann doch nochmal wegnehmen. Weil die sind ja schon groß. Ich meine, 20 Zoll auf so einem Sportwagen. Ich finde es fast so besser. Ich muss tatsächlich, ich glaube, ich lasse doch nur 20 Zoll. Ich finde es so besser. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was euch jetzt besser gefallen hätte. Die 21 Zoll oder die 20. Also wirklich, wenn ihr sagt 20, dann macht 20 und wenn 21, dann 21. Aber ich finde es jetzt persönlich so besser und deswegen entscheide ich mich dann auch doch für die Variante. So, jetzt kommen wir zum Motorrad, das ist interessant. Also aktuell mit unserem Aufbau sind wir ja knapp über 600 PS. Ich kann es aber auch kurz nochmal genau umrechnen. 443 kW sind 602 PS. Serienmäßig hat der 911 Turbo S Baureihe 991, den wir hier so haben, 560 PS. Das ist die Facelift-Variante, die wir jetzt leider nicht haben. Die hätte 580 PS. Das heißt, wir sind so oder so auf jeden Fall etwas drüber gewesen. Aber jetzt gucken wir mal, was wir denn aus dem Motor rausbekommen. Und ja, auch nochmal der Hinweis, falls ihr es gerade eben nicht gesehen habt, wir können keinen Motorwechsel machen. Wir bauen einfach auf dem 6-Zylinder-Boxer-Turbomotor auf.
Allerdings gucken wir mal, was wir aus dem rauskitzeln können. Und eigentlich sollte da einiges gehen. Ich bin gespannt. Wir sind jetzt schon bei S2 951 angekommen. Wir haben den Hubraum übrigens auf 4 Liter erhöht. Also das, was man zum Beispiel beim GT3 RS zum Beispiel findet. Dann können wir hier noch den Ladeluftkühler machen und entsprechend auch die Schwungscheibe. Und ja, eins habe ich ausgelassen, und zwar den Turbo. Und dann gucken wir mal, was allein das Turbo-Upgrade bringt. Wir sind jetzt aktuell schon bei 589 kW. Das sind umgerechnet 801 PS. So, wir steigern den Turbo nochmal um 1. Wir erreichen die 1000 Newtonmeter drinnen, oder wir überschreiten sie schon mal. Sind jetzt bei der PS-Leistung aktuell bei 874. Und wir gehen aber nochmal 1 drauf. Und damit sind wir bei 680 kW und 680 kW sind umgerechnet 925 fucking PS. Ja, das ist mal eine Ansage. 925 PS in einem Turbo S, den wir jetzt hier umgebaut haben zum richtigen Rennmaschine. Und ja, eine richtige Rennmaschine braucht natürlich auch noch eine richtig geile Rennoptik, die aber auch noch irgendwie, wie ich finde, auch auf dem Straßenverkehr passt. Und da habe ich gesehen, da haben einmal die Jungs von Beta Design, liebe Grüße an dieser Stelle an euch, haben mega cooles Design gemacht, aber ich habe dann doch beim Durchstöbern noch was Cooleres gefunden, zumindest finde ich es cooler. Aber wir gucken uns das kurz mal vom Beta Design an. Da gehe ich kurz mal rüber. So, ich kann mal gucken. Und zwar das hier. Das war das Beta-Design gemacht und ja, ihr könnt erzählen, was ihr wollt. Ihr habt euch auf jeden Fall an der Tech-Art, am Tech-Art-Design ein bisschen orientiert. Und genau das Tech-Art-Design finde ich, also das finde ich auch geil, muss ich sagen. Und genau das Tech-Art-Design hat auch jemand gemacht, und zwar dieses hier. Und das finde ich mega, mega geil und sieht einfach mega sexy aus. Und deswegen nehme ich das. Tut mir leid an die Beta-Jungs, aber ja, auch hier die Werbung nochmal. Checkt das mal aus. Die machen Designs für alle möglichen Autos und die machen die richtig, richtig gut. Also checkt die auf jeden Fall mal aus. Und ja, vielleicht müssen wir mal, ja, vielleicht auch die Frage an die Community, aber auch die Frage an die Beta-Design-Jungs. Vielleicht müssen wir mal so ein Kooperationsauto machen. Ein PXH-Fahrzeug mit dem Design von Beta-Design. So ein PXH Vita Design Performance Car. Ja, wisst Bescheid, vielleicht habt ihr ja mal Bock drauf. Ich fände es auf jeden Fall cool, mal so ein Kooperationsprojekt zu starten. So, sieht das Ganze jetzt aber aus, ohne Beta Design, dafür mit dem TechArt White Design. Und ich finde, es sieht schon richtig, richtig, richtig geil aus. Auch hier, guck mal, er hat hier quasi das nur lackiert, diesen White-Bau. Aber guck mal, wie täuschend echt das aussieht. Also richtig fetzig geil. Meint man wirklich, dass hier der Breitbau dran ist? Wird das Auge verarscht? Also wenn man von hier guckt, sieht man, dass nichts breitbaumäßig ist. Aber von hier sieht es richtig, richtig geil aus, wie wenn da wirklich ein Breitbau dran wäre. Mega, mega sexy, muss ich einfach so sagen. Auch hinten hier zusätzliche Lufteinlässe, meint man gerade, die sind wirklich da. Also schon cool. Also manche verkünsteln sich da richtig. Und ich finde eben jetzt mit diesen Felgen, mit dieser roten Narbe, eben, die wir haben, durch die Hot Wheels Reifen. Und ja, ich betone nochmals, die Hot Wheels Reifen sind Rennreifen, nur mit anderer Optik. Das ist weder, dass es auf den Plastikstrecken besser ist oder dass es auf dem Teer schlechter ist. Scheißegal, das ist nur die Optik, genauso wie die Horizon Reifen. Macht keinen Unterschied. Und ich finde, das sieht schon richtig geil aus. Und jetzt mit 925 PS, ja, schon sexy. Auch das mit dem Turbo S hier auf der Seite, sehr, sehr, sehr cool. Und ich würde sagen, wir gehen auf die Straßen. Ihr wollt natürlich Action haben, nicht die ganze Zeit eben mit Tuning-Menü verbringen. Ich kann es euch nicht verübeln, aber ein bisschen Zeit müssen wir halt fürs Tuning halt opfern. Drehen jetzt hier bis fast 8000 Umdrehungen. Ey, richtig böse. Mit dem Heckflügel sieht es schon richtig böse aus. Da könnte sich der GT3 RS aber mal richtig warm anziehen. Und wie der durchzieht. Leck mich okay, ja. Das Bremsen sollte ich nicht vergessen. Alter Latz. Vor allem die Gänge durchballert. Richtig geil. Porsche PDK haut mir richtig rein. So, jetzt gehen wir gleich mal auf die Autobahn checken, mal kurz die Topspeed aus. Wir werden da wahrscheinlich gleich am Fahrzeug nochmal ein bisschen was ändern.
Das sieht schon sexy aus, oder? Ah. So, in letzter Zeit ist mir auch öfters geschrieben worden: Hey Ray, du sprichst dieses und jenes Wort total falsch aus. Bitte sprech das mal richtig aus. Ja, also ich finde es erstens mal ganz okay, dass ihr mich darauf hinweist, dass ich diverse Wörter falsch ausspreche, beziehungsweise auf gut Deutsch einen Sprachfehler habe, wenn man so möchte. Das liegt aber auch unter anderem daran, dass ich aus dem schönen Südbaden komme und natürlich entsprechend hier in Südbaden sprechen wir entsprechend ein Badener Dialekt, ja. Und der schwebt halt manchmal so ein bisschen durch, ja. Und deswegen spreche ich manche Sachen halt dann auch falsch aus, ja, weil das halt irgendwie so sich mit darauf überfließen lässt. Warum auch immer das so ist, ja, nur dass ihr da Bescheid wisst, nimmt's mir nicht böse, ihr könnt mich gerne korrigieren, aber ja, bitte nicht dann irgendwie beleidigt werden, weil manche Leute werden das dann irgendwie, warum auch immer, weil sie irgendwie mit dem falschen Bein aufgestanden sind, gefühlt mit gar keinem und direkt auf die Fresse geflogen sind. So schlecht ist denen ihr Tag manchmal, hat man zumindest das Gefühl. Ja, also wie gesagt, könnt mich gerne korrigieren, habe ich gar nichts dagegen. Sogar sehr gerne, ja, versucht ihr natürlich hier auch entsprechend richtig zu deutschen, wenn man das so sagen kann. Und ja, deswegen nur der Hinweis. Ich weiß, zum Beispiel Sound, ja, spreche ich immer Sound aus, ja, was natürlich falsch ist. Ja, ich weiß, es heißt Sound, ja. Aber müsst ihr mir einfach ein bisschen nachsehen haben. So. Also wir haben die 400 nicht geknackt. Gut, liegt auch am Heckflügel, schätze ich mal stark. Ohne den Heckflügel würden wir mehr draufkriegen. Probieren wir das aber gerade nochmal auf dem Rückweg. Wir wissen ja, der Rückweg geht ein bisschen mehr bergab. Da könnte ein bisschen mehr gehen. Ups. Und deswegen probieren wir das jetzt einfach nochmal auf dem Rückweg, ob wir da vielleicht an die 400 kratzen können. Ich meine, wir brauchen auch kein Fahrzeug, was 400 rennt. Ja, das müssen wir auch mal ganz klar so sagen. Wir wollen eher ein Fahrzeug haben, was die 925 PS auch wirklich auf die Straße bringt. Das heißt, wir werden jetzt gleich nochmal ein bisschen kurz ins Feintuning gehen. Am besten gehen wir da so ein bisschen in den Urwald, weil da viele, viele gute Kurvenkombinationen sind. Da kann man es am ehesten ausreizen. Und dann werden wir da noch ein bisschen auschecken. Dann könnte sein, dass wir sogar ein bisschen mehr Aerodynamik nochmal drauf geben müssen, damit man entsprechend auch die Kurvenspeed umsetzen kann. Der Allrad hilft natürlich schon mal extrem und ich glaube, die 400 könnten wir knacken, oder? 99 und 400 im Porsche Turbo S. So muss das. Auch wenn wirklich ganz klar knapp wir das gerade geschafft haben. Um bergab. Aber egal, wir haben es geschafft. Nice. Na? Geil, gut. Dann würde ich sagen, dann gehen wir mal ganz kurz ins Tuning hinein und checken das mal kurz aus. 1,9 Sekunden von 0 auf 100. Ja, da denkt man, es geht ab. So, also wir machen hier ein bisschen, wobei ich glaube, ich würde das sogar ganz gerne. So, Getriebe. Ja, ist relativ lang übersetzt. Da können wir eigentlich sogar eher auf, so ist es gut. Weiß gar nicht, ob das jetzt besser ist. Ja, ich mach mal so. Der letzte Gang ist ziemlich lang. Ich glaube, wir brauchen gar keinen so letzten langen Gang. Topspeed wird jetzt vielleicht hier weniger werden, oder? Nö, wäre sogar schneller. Also der mir passt. Sturz haben wir ja schon alles ein bisschen eingestellt. Das ist eigentlich auch schon mehr oder weniger eingestellt. Ja, ich lasse es erstmal. Und vom Diff machen wir vielleicht ein bisschen jetzt mehr auf den Allrad. Im Vergleich zu dem, was wir hatten, vielleicht 80%, also nochmal 10% mehr nach vorne, dass wir ein bisschen das Ausgewogene haben. Den Rest möchte ich gerne erstmal lassen. Ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal, beziehungsweise Aerodynamik könnten wir tatsächlich ein bisschen hochlegen. Wir könnten hinten einfach mal volle Kanüle machen. Mal gucken, wie sich's verhält. Ich meine, Topspeed verlieren wir definitiv. Brauchen wir nicht drüber reden. Statt 397 sind wir nur noch bei 387,8. Aber ich finde, das brauchen wir nicht. Also wir brauchen kein mega Topspeed-Fahrzeug, sondern wir wollen ein Fahrzeug haben, was vor allem auch um Kurven geht. Ja, das soll ja auch ein bisschen racy sein. Ich denke mal, ja, diese 400-Gedönse brauchen wir nicht. Also würde ich jetzt behaupten, dass wir es nicht brauchen. Ein bisschen mehr Aerodynamik am Heck heißt mehr Kurvenspeed, das heißt, wir kommen auch besser um die Ecken. Und
Er zieht ja trotzdem noch ordentlich durch. Kurz gucken nochmal mit dem Getriebe. Sechste Gang kann man eigentlich, also der siebte Gang braucht man wirklich nur für Autobahnfahrten. Und selbst da ist er relativ lang noch übersetzt. Ja, aber guck mal, wir können trotzdem 370 rumfahren, wir trotzdem. Wenn man bedenkt, mit 925 PS sind meiner Meinung nach 370, 380 km/h mehr als ausreichend. Ja, also mehr muss so ein Auto auch nicht fahren. Alles andere ist einfach nur Rekordjagd und hallo, guck mal, wir haben hier einen fetten W16 mit einem Quad-Turbo und wir sind die Schnellsten, kriegen keine Kurve hin. Ja, was für eine Anspielung das jetzt war, sei mal in die Luft gestellt. So, wir gehen jetzt mal irgendwo in den Regenwald, beziehungsweise in den Urwald, ja, nennt wie ihr es wollt. Und dann fahren wir da mal ein paar Meter und dann werden wir noch ein Rennen fahren, keine Sorge. Und ja, wir werden noch auf unsere Teststrecke gehen. Ich habe das zwar nicht vorbereitet, aber es wäre ja eine Schande, so ein Monster nicht auf unsere Teststrecke zu schicken. Ja. Ich weiß, wir sind den normalen Turbo noch nicht gefahren und wir sind auch den 900er Turbo noch nicht gefahren, also den auf 900 aufgebauten. Aber ist ja auch egal, den hier müssen wir einfach testen, weil das ist auf jeden Fall interessant, was der schafft. So, aber ich glaube, wir müssen gar nicht so viel einstellen. Er ist schon ganz gut eingestellt. Ja, ein bisschen um die Ecken. Wenn das ein bisschen über die Vorderachse geht, gerade in den engeren Kurven, ist eigentlich klar. Ja. Da wir halt vorne kaum Gewicht haben, dann halt der Allrad. Geh mal kurz in die Telemetrie. So. Mal gucken, wie es mit dem Sturz aussieht. Wie er sich so verhält. Mhm. Mhm. Hier vorne. Okay, das wollte ich nicht. Hier vorne müssen wir definitiv noch mehr machen. An Sturz. Okay. Okay, dann werden wir noch mal kurz was umstellen. Können so geht, kriegen wir alles hin. So, wir werden auf jeden Fall erstmal vorne hier ein bisschen so machen. So, dann werden wir das lassen wir erstmal. Wir werden einfach mehr vorderer Nachlauf machen. Ein bisschen mehr hier. Machen wir sogar so. Das passt soweit, das passt auch. Das probieren wir mal so aus. Stabis. Kann man überlegen, ich probiere mal härtere Stabis tatsächlich. Im Verhältnis können wir eigentlich bleiben. Das passt auch. So, das passt eigentlich. Möchte ich eigentlich gar nicht so viel ändern. Bremse können wir ein bisschen machen. Nee, aber hier passt. So, Diff würde ich ganz gern mal probieren mit mehr. Einfach mal mit ein bisschen mehr sperren. So. Probieren wir es einfach mal aus. Wie es sich so fährt. Mein Tuning ist natürlich auch immer viel auch experimentieren. Man muss natürlich wissen, was stellt man um, vor allem halt, wenn man was umstellt, was hat sich verändert, dass man das auch spürt beim Fahren, weil es bringt nichts, ein bisschen was einzustellen und dann auf gut Glück hoffen, jetzt müsste es passen, sondern man muss natürlich schon einstellen und dann auch die Änderungen merken am Fahrzeug, sonst bringt das alles natürlich nichts. Und ich meine, wie gesagt, lenken sollte ich schon noch, das Untersteuern werden wir nicht ganz wegbekommen bei einem Fahrzeug. Aber solange bei schnellen Kurven hier ordentlich um die Ecken geht, passt das ja eigentlich schon ganz gut.
fahren wir mal einfach mal die unsere Teststrecke ab. Nur halt ohne, ich meine mit Verkehr. Also ohne mit. Und ohne mit, ohne. Ach, egal. Egal! Ja? Ja, der Durchzug ist schon krass. Lego Mio. So spät, da ist Stau. Sorry, ja, drop. Ja, da geht schon ganz gut. Ab. Bisschen verbremst. Die Kurvenspeed vom GT3 RS haben wir bei weitem nicht. Dafür mal einen Durchzug, dass es knallt. Bremsen beißen aber jetzt ganz gut. Ja, aber der geht schon ganz gut um die Kurven, so ist es nicht. Wie gesagt, leichte Tendenz zum Untersteuern ist da. Dadurch liegt das Fahrzeug aber auch relativ stabil auf den Straßen. Und ja, falls wieder jemand kommt und meint so, nee, du machst mir zu viel Tuning und Einstellfaden. Ja, hallo, bei TWIF-Folgen geht es nun mal halt um ein Auto aufzubauen, was ihr euch gewünscht habt. Und daher mache ich natürlich auch ein bisschen mehr was mit Tuning. Ja, wenn jemand Tuning und Aufbau und so weiter nicht interessiert, solche Menschen soll es geben, schäm dich, dass es sich gibt. Ja, ganz eiskalt an dieser Stelle gesagt. Ja, dann musst du die Folge auch nicht näher gucken. Ja, wir haben so viel Auswahl mit den Folgen. Erst gestern einen Kommentar gehabt, diejenige Person weiß, um wen es geht, ja, in der gestrigen Folge. Und ist auch nicht böse gemeint und das war auch nicht böse von der Person gemeint. Also jetzt auch nicht irgendwie das Kommentar suchen und haten. Ich gehe auch nicht eher drauf ein auf das Kommentar. Aber ich sage einfach im Allgemeinen, wenn euch irgendein Konzept oder irgendein Format oder irgendein Ding nicht gefällt, ist es euer gutes Recht, diese Folge nicht zu schauen. Ich bin da keinem böse. Aber ich bitte euch einfach inständig darum, dann hatet diese Folge nicht oder gebt ihr nicht unnötigerweise ein Dislike, weil ich finde, es gibt so viele Menschen und Leute hier, die eben genau diese Folgen sehen wollen. Und dann habt einfach Geduld und wartet halt, bis euer Lieblingsformat wieder kommt. Ihr könnt gerne schreiben, hey, das und das Format ist mein Lieblingsformat, ich hoffe, es kommt bald wieder oder sowas. Aber bitte fordert es nicht oder sagt, das Format soll nicht mehr kommen oder weiß ich was. Weil das finde ich einfach unfair den Leuten gegenüber, die diese Formate halt eben mögen. Ja? Das wollte ich einfach nochmal so erwähnt haben. Keine Sorge, ich lasse mich da eh nicht aus dem Konzept bringen, weil ich mache sowieso das, auf was ich Bock habe. Aber ich wollte es einfach nochmal allgemein sagen, dass ihr einfach ein bisschen auch so gemeinschaftstechnisch ein bisschen denken soll. Es gibt halt gute Folgen, es gibt halt mal schlechte Folgen. Es gibt mal Folgen, die dir besser gefallen, es gibt auch Folgen, die anderen besser gefallen. Das ist auch das Coole daran, es gibt halt Abwechslung und genau deswegen schätzt man dann diverse Folgen umso mehr. Ja, wenn alle Folgen Schema F wären, immer das gleiche wäre, dann ja, würde ja irgendwann das auch langweilig werden, meiner Meinung nach. So, jetzt haben wir aber wirklich lang genug am Auto eingestellt. Ich würde es jetzt so lassen, das ist bestimmt nicht perfekt, da müsste man auch viel mehr testen. Ich habe ja schon gesagt, zum Beispiel die PXH-Aufbauten, da sitze ich zum Teil Stunden und Tage dran, um das einfach zu perfektionieren. Das werde ich natürlich in dieser Folge nicht hinbekommen. Ich finde es aber ganz gut so. Das Fahrzeug macht das, was es soll. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach ein kleines Rennen. Und dann gehen wir noch auf die Teststrecke. Und dann gebe ich euch natürlich das Tuning auch noch frei. Jetzt frage ich mich nur, was für ein Rennen machen wir jetzt? Irgendein cooles Rennen können wir ja machen. So ein Stadtsprint, warum nicht? Fahren wir einfach geradeaus und fahren die Strecke da vorne. Das könnte ja schon passen. So. Und ein weiteres Thema, ein weiteres leidiges Thema, was ich unbedingt noch ansprechen möchte, ist, es ist einfach scheiße heiß bei mir im Zimmer. Ja, ich nehme das Ganze, um das einfach mal auszuführen, natürlich an diesem Mörderwochenende auf, in dem es einfach scheiße heiß ist. Und ich glaube, heute dürfte es in weiten Teilen Deutschlands schon wieder abgekühlt haben. Und das ist auch besser so, aber ey, das ist echt eine Bullenhitze. Und
Da fühlt man sich echt wie im Rennwagen, wenn man hier sowas fährt. Naja, egal. Wir machen Anything Goes. Ach komm, machen wir Anything Goes. Warum nicht? Anything Goes. Wir nehmen unser aufgebauten Turbo S Baureihe 991. Und gucken mal, wie wir so performen können gegen die Konkurrenz. Ich bin mal wirklich gespannt. Da haben wir ja wirklich eine bunte Mischung. BAC Mono ist am Start. Lancia Delta S4 Gruppe B. Und Land Rover ist auch am Start. Also Ultima. Ultima ist natürlich ein harter Gegner. Genauso auch der Super Trofeo Huracan ist am Start. Na, gucken wir doch mal. So, und guck mal, da haben wir jetzt den GT3 RS vor uns. Und jetzt vergleich gleich mal die Heckflügel. Ich gehe gleich mal in den Fotomodus. Wenn ich mal an ihn rankomme. Das ist halt vorausgesetzt. Sorry. Ja, ich fahre gerade hier eine Kacke zusammen. Ja, jetzt ist hier ein Königseck im Weg. Ich wollte jetzt genau neben dran fahren. Komm, lass mich genau neben dran fahren. So, jetzt, wir gehen so jetzt in die Pause und dann gucken wir uns jetzt mal an. Und dann seht ihr mal die Heckflügel. Und guckt nochmal vom Aufbau. Die sind super, super ähnlich. Wie gesagt, hier diese Seitenteile sind ein bisschen kleiner. Hier auch. Wir haben halt so eine, quasi so eine erhöhte Form. Finde ich aber ganz geil, dass die so ist, weil beim Turbo wird ja die Luft hier oben angesaugt. Also die geht hier rein. Ne? Der Turbo braucht ja auch mal Luft und die geht dann hier so rein. Und deswegen, dass hier das auch so ausgespart ist, passt ja eigentlich perfekt zum Turbo. Also wenn man am Turbo einen Heckflügel gibt, warum dann nicht mit so einer Form? Ich meine, hier hat man auch so eine leicht gewellte Form drin, nur nicht ganz so stark. Aber ja, das seht ihr mal, vom Prinzip her ist es sehr, sehr ähnlich, der Flügel. Wie gesagt, die Teile hier müssen ein bisschen kleiner sein an der Seite. Dann wäre es ein perfekter Porsche-Flügel, meiner Meinung nach. Und deswegen muss man da tatsächlich nicht haten. Nö, warum Forza-Flügel sind scheiße? Nee, Forza-Flügel sind nur bei sehr vielen Autos scheiße. Aber nicht bei diesem hier. Bei diesem sieht es schon richtig gut aus und passt auch richtig gut rein. Und bringt ja auch ein bisschen was. Bisschen Aerodynamik am Heck. Das hilft gerade in den schnellen Kurven. Und da wir so eine 80% Verteilung hinten haben, kommt auch ganz gern mal so ein bisschen mit dem Arsch, aber das finde ich gar nicht schlimm. Das Auto so ein bisschen sich mit eindreht. Ah, komm. Ja, diese langsamen Kurven, da ist so ein bisschen der Nachteil des Fahrzeugs, da schiebt er gern ein bisschen. Dafür können wir auch relativ früh wieder aufs Gas gehen und raus beschleunigen. Jetzt gucken wir mal, ob wir das Gruppe B-Monster da vorne nicht schlüpfen können. Topspeed dürfte da ja eher Mangelware sein. Da müssen wir jetzt eher gleich auf den Ultima und auf den Königseck aufpassen. Ja, da müssen wir jetzt hier schon wieder bremsen. So. Läuft doch ganz gut. Läuft doch ganz gut hier mit dem Hobel. Da. Mal kurz in der Luft. Und jetzt noch einmal voll durchbeschleunigen, die Fahrräder noch kurz mitnehmen. Weil wir geben Fick auf die. Papum, sag ich dir nur. Papum. Haben wir das Ding gewonnen. Also ich würde sagen, der taugt was. Selbst der aufgebaute 911 GT3 RS kam nicht mit unserem Turbo-Monster. Sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. So. Oh, es regnet's. Macht uns aber nichts. Ja, gut. Ich würde sagen, an dieser Stelle gehen wir auf die Teststrecke. Ich gebe euch den vollen Spielsound. Ich halte die Klappe. Und dann hören wir uns gleich zum Endergebnis wieder. Schauen wir mal, was für eine Zeit dieses Monster auf den Asphalt brennen kann auf unserer PXR-Teststrecke. Ich bin wirklich gespannt. Ich erwarte
ja, schon keine schlechte Zeit. Schauen wir mal. Was ein Höllenritt im Porsche 911 Turbo S mit Maximalaufbau und einem dicken, fetten Heckflügel. Ja, klar, es geht auf jeden Fall noch ein bisschen besser. Hier und da ein kleiner Fehler drin gehabt in der Strecke. Aber ich meine, hey, die wenigsten Runden, die wir hier fahren, sind absolut perfekt. Und ich denke auch, das Setup ist noch nicht ganz perfekt dafür, aber es ist schon ganz gut und ich bin mal wirklich gespannt, was dieses 925 PS starke Monster denn für eine Zeit gesetzt hat. Wir gucken auf die Bestenliste und da haben wir stehen eine 33084. Ja, wir ziehen selbstverständlich die 20 Sekunden ab, die wir am Start immer stehen bleiben, um für Chancengleichheit zu sorgen. Und damit kommen wir auf eine 243084. Was diese Zeit wert ist im Vergleich zu den sonstigen Fahrzeugen, die wir schon über diese Strecke geschickt haben, das schauen wir uns jetzt an. Und ich würde mal behaupten, wir haben die heilige Dreifaltigkeit der Hybrid Hypercars geschlagen. Wir sind schneller als ein Porsche 918 Spyder, schneller als ein McLaren P1, schneller als ein Ferrari LaFerrari. Wir haben ebenfalls knapp über 900 PS, so wie der McLaren und der Ferrari. Wir haben ebenfalls Allrad, so wie der Porsche 918 Spyder. Wir haben aber kein Hybrid. Und ja, das zeigen wir den geilen Sportwagen mal, was wir hier so drauf haben. Vom Leistungsindex sind wir auch ungefähr auf dem Niveau vom 918. Trotzdem fahren wir ein Tickchen schneller. Und das zeigt einfach mal, was für ein übles Geschoss das ist. Und das zeigt einfach mal, dass das Grundkonzept hier schon richtig, richtig geil ist. Und da juckt es mich jetzt schon so ein bisschen in den Fingern, tatsächlich das Setup noch mal ein bisschen geiler zu machen. Vielleicht bringe ich da tatsächlich noch auf Basis dieses Fahrzeugs, was wir gerade haben, noch eine PXH Edition raus. Vielleicht. Ich habe vielleicht gesagt, ja, nicht sicher.
gucken wir mal, ob wir da noch ein bisschen optimieren können, ein bisschen feintunen können. Wie dem aber auch sein, das Tuning, was wir jetzt hier geschaffen haben in dieser Folge, habe ich freigegeben. Das findet ihr unter Twiff Max oder sucht einfach unter meinem Nickname, also einfach unter Ersteller suchen und dann unter meinem Nickname Ray90. Und dann könnt ihr das Tuning einfach auch mal selbst auschecken. Ich finde, da haben wir heute auf jeden Fall ein richtig geiles Fahrzeug gehabt. Ich würde mal sagen, ein Porsche Turbo S auf Steroiden, so könnten wir das Ganze nennen. Vielleicht nenne ich auch den Titel der Folge so. Mal gucken. Ich finde, wir haben hier auf jeden Fall ein richtig übles Geschoss, was auch wirklich, wirklich Spaß macht zu fahren. Geiles Gerät. Mehr muss man dazu, glaube ich, nicht sagen. Ich bin raus an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Einschalten. Wer sieht, man hört sich in der nächsten Ausgabe wieder von Forza Horizon 3. Ciao!